Hallo zusammen, Michi ist wieder Deutschland und hat mich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, in den wir einmal finden unter Tiefen und dann The War Within. Und hier haben wir das Achievement Modisches Fliegen. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Sammelt die folgenden kosmetischen Freischaltungen für das Luftschiff des Tiefenforschers. Das sind insgesamt 9 Stück. Und diese 9 können wir tatsächlich alle von Händlern holen. Wir müssen aber dafür ein wenig was freischalten. Als allererstes gehen wir hier unter Dungeon Browser rein. Und dann haben wir hier, wenn wir hinten auf Tiefen klicken, ne, also wir haben Dungeons, PvP, dann M+ und hier haben wir dann Tiefen, haben wir die Möglichkeit, einen Balken zu sehen. Und diesen Balken kann man auffüllen, um Belohnungen zu kriegen. Die ersten 5 Belohnungen sind tatsächlich Pläne und das müssten auch die sein, die man hier holen kann. Dann gibt es noch ein paar andere Belohnungen und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 47, 44 in Dornogal und dort ist quasi, ja, sind die beiden Händler, die die Karten haben. Einmal haben wir den Reno Jackson und der verkauft uns diese Karten, die wir freigespielt haben, für jeweils 10 Resonanzkristalle. Das ist so ein symbolischer Wert, würde ich mal sagen. Also die Arbeit macht ihr in den Tiefen, indem ihr quasi einfach Tiefen abschließt und dann füllt ihr langsam den Balken auf. Ich vermute jetzt mal, höhere Tiefen bringen mehr Punkte, aber genau weiß ich es nicht. Ne? Bei höheren Tiefen, beziehungsweise bei den Großzügen, kriegt man ja mehr Ruf für Bran. Ich vermute, das hat auch hier einen Einfluss, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Genau, dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt mal diese 5 Maps schon mal. Und dann können wir die schon mal lernen und gucken jetzt mal, ob das die richtigen sind. Ja, also das erste haben wir schon mal. Laternenflügel. Frontlaterne haben wir auch. Dann haben wir den Zeppelin. Dann haben wir Auslass. Und das fünfte ist braune Farbe. So, und jetzt gehen wir ein paar Meter rüber zu diesem Murloc. Zu dem Sir Finley Murgleton. Und der hat jetzt noch ein paar andere Maps, und zwar 4 Stück. Und die kosten jetzt richtig Währung, und zwar Untermünze. Diese Untermünzen habe ich in den aufgewerteten Delph, also in diesen großzügigen Tiefen gekriegt. Ich habe ein paar Achter gemacht mit einigen Chars. Und da gab es die eigentlich ganz gut. So, was ich gesehen habe, man kriegt mehr Münzen, wenn man von Zekvir die 3 Mobgruppen quasi weghaut, die verstärkt sind. Ne? Also kriegt ihr noch ein paar mehr Münzen, aber sonst ist es halt auch einfach nur Delph-Spam. Und die kosten jetzt einiges. Wir haben 3000, 2000, also 5000 und zweimal 2500, also alle zusammen kosten 10.000 Marken. Genauso viel wie im Endeffekt das Pad kostet. Also wenn ihr 10.000 Marken zusammen habt, könnt ihr halt wenn dann die Maps kaufen oder das Pad. Ich habe mich jetzt mal für die Maps entschieden und ich denke mal, das sind die anderen 4, die jetzt noch fehlen. Also 4 haben wir dann, die noch fehlen. Also was haben wir denn jetzt hier? Rondpropeller, genau das war der hier. Dann haben wir Rotorblätter, das ist das hier. Dann haben wir Leitwerk, haben wir hier. Und das letzte ist Flügelpropeller. Und ja, damit haben wir alle Dinge. Also ihr seht, die gab es alle quasi beim Händler zu kaufen. Einmal für Währung, das andere quasi für Delphs freispielen. Aber im Endeffekt läuft es halt einfach darauf hinauf, einen Haufen Delphs zu laufen. Ne? Dann kriegt er sowohl die Währung als auch die das Freigespielte. So, so viel zum Achievement. Was Tolles gibt es da tatsächlich jetzt nicht, so wie ich das sehe. Und naja, als allererstes braucht er natürlich das Luftschiff. Aber dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Dafür müsst ihr, falls ihr das jetzt noch nicht habt, einfach auch beim selben Kollegen eine Quest annehmen und einen Delph laufen. Also ich denke mir, das habt ihr dann schon absolviert, wenn ihr jetzt das Video schaut, dass ihr schon mal quasi das erste Delph gemacht habt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nur an. Und zwar haben wir hier hinten das Luftschiff. Und jetzt haben wir ein paar Customize-Optionen mehr. Also das leere Ding habe ich noch nicht freigeschalten. Ich meine, das war, wenn wir Zekvir im zwei Fragezeichen Modus umhaut, aber da muss ich noch mal gucken, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, den habe ich noch nicht weiter geprogressed, den habe ich bis jetzt nur im ein Fragezeichen Modus gemacht. Und ja, jetzt gucken wir mal hier, also da haben wir die braune Farbe, die wir vorhin freigeschalten haben, den Propeller und Laterne, das, ja, weiß ich nicht, ich finde den Propeller cooler. Ja, komm, nehmen wir mal die neue Farbe, weil sie neu ist. Dann haben wir hier auch Propeller. Moment. Ach so, das sind andere Propeller, okay. Ja, ne. Aber was?
Eine Laterne, das ist einfach... Wir nehmen den anderen Propeller, den wir jetzt auch neu haben. Dann haben wir das Heck. Da haben wir den Auslass oder Leitwerk. Komm, nehmen wir das mal, das Leitwerk. Dann oben, was haben wir denn? Die Rotorblätter haben wir. Zeppelin oder Banner? Komm, wir nehmen mal den Zeppelin. Es passt zwar mit da hinten zusammen, aber ist ja egal. Und dann haben wir oberes Deck, Forscher und ohne. Sagst du ehrlich gesagt, das passiert jetzt hier gar nichts. Aber vielleicht geht das mit dem Zeppelin jetzt zusammen. Jetzt nehmen wir mal die Rotorblätter. Also vielleicht bin ich wieder einfach nur ein Blindfisch, aber ich sehe einfach gar keinen Unterschied. Keine Ahnung. Ich nehme meinen Zeppelin wieder drauf. Ja, und das ist jetzt quasi die Möglichkeit, da das Zeug umzubasteln. Viel mehr Optionen gibt es aktuell nicht. Es wurden, glaube ich, ursprünglich noch mehr gedatamined, ne? Aber so wie ich das sehe, kommen die wahrscheinlich erst dann mit den nächsten Seasons noch mit rein. Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.